Das Besondere an diesen Kartuschen ist, dass sie wiederverwendbar, sprich wieder verschließbar sind. Die haben hier ein Rückschlagventil drin. Das heißt, wenn ihr die Kartusche genutzt habt und die hinterher wieder abmontieren wollt, obwohl die noch nicht leer ist, könnt ihr das ohne Probleme, da das Rückschlagventil verhindert, dass weiterhin Gas austritt. Das heißt, ihr braucht die nicht aufbrauchen beim Grillen. So, die Kartusche wird hier einfach drauf gedreht. Hier der Pfeil zeigt an, in welche Richtung die Kartusche gedreht werden muss. Also ihr müsst sie jetzt gegen den Uhrzeigersinn draufdrehen und gleich hört ihr es zischen. Die Kartusche ist jetzt drauf. Ganz wichtig ist, hier habt ihr ein Ventil und ihr habt natürlich bei dem Grill selbst das Ventil. Beide sollten geschlossen sein. Hier bei dem Ventil, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, steht Plus und Minus. Das heißt, wenn ihr das Ventil mit dem Uhrzeigersinn gedreht habt, ist es zu. Gegen den Uhrzeigersinn dreht ihr es auf. So, jetzt das Ventil offen. Wenn wir jetzt hier beim Grill hingehen und hier aufmachen, dann hört man das Gas ausströmen. Da ist er. Höchste Stufe, kleinste Stufe. So, wieder aus. Wenn ihr die Patrone jetzt wieder abmachen wollt, dreht ihr erst wieder das Ventil hier zu. Wie gesagt, mit dem Uhrzeigersinn ist es zu. Dann würde ich empfehlen, die Kartusche erst oder den Schlauch wieder drucklos zu machen, also mal kurz aufdrehen. So, ja, hört, das Zischen hat aufgehört, kein Gas mehr drauf. Und jetzt könnt ihr die wieder mit dem Uhrzeigersinn abdrehen hier. So, und wie ihr sehen könnt oder hören könnt, da kommt nichts mehr. Also wie ihr seht, braucht ihr die Kartusche nicht komplett leer fahren. Ihr könnt die jederzeit wieder an- und abschrauben, auch wenn sie nicht komplett leer ist oder nur leicht gebraucht worden ist. Wenn ihr die Kartusche irgendwann mal komplett aufgebraucht haben solltet, wird die einfach im Müll in der gelben Tonne entsorgt. So könnt ihr die Kartusche mehrfach benutzen, mobil unterwegs sein und braucht euch nie Gedanken darüber zu machen, dass Gas austreten könnte oder dass ihr die Kartusche komplett leer fahren müsst.